Hallo meine Lieben, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein Ankündigungsvideo für euch. Und zwar, haltet euch fest, habe ich mich dazu entschlossen, Sensi-Beraterin zu werden. Viele werden jetzt sagen, oh nee, nicht noch eine. Und ich kann es verstehen, es gibt wirklich schon viele, viele Sensi-Beraterinnen. Aber ich habe das einfach für mich gemacht, weil ich sowieso bestelle und dann eine Provision dafür bekommen, ne? Erster Punkt. Und zweitens wollte ich einfach diesen Sensi Spirit auch mal spüren, ne? Es gibt ja eine World Tour, es gibt Sensi Family Reunion, man kann sich auch Reisen erarbeiten, davon bin ich aber weit entfernt. Aber allein auf dieser Family Reunion andere Leute zu treffen, andere Berater zu treffen, über Düfte reden zu können. Ich meine, das mache ich sowieso total gerne. Ich rede total gerne über Düfte, sonst hätte ich ja diesen Kanal hier nicht. Das ist einfach so ein Traum, sich austauschen zu können und ja, einfach neue Freundschaften zu schließen und neue Menschen kennenzulernen. Da bin ich nicht so gut drin. Das ist immer etwas, wo ich noch ein bisschen über mich hinauswachsen muss, neue Kontakte zu knüpfen. Ich bin eher so ein bisschen zurückhaltend, was das angeht. Und ja, erhoffe mir dadurch einfach, dass ich auch mal neue Menschen kennenlerne, mal auf Menschen zugehe und ein bisschen, ja, mir neue Ziele setze und selber wachsen kann. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber es ist wirklich so. Ja, und ich dachte mir, wie kann ich das am besten machen? Und da dachte ich mir, ja, meine Liebe zu Düften ist eine perfekte Brücke, um das umzusetzen. Ja, und deswegen bin ich jetzt Sensi-Beraterin und werde dadurch meinen Kanal trennen müssen. Ich werde auch weiterhin andere Kerzenfirmen reviewen, einfach weil ich auch Kerzen unter einen Warmer stelle. Das geht ja auch ohne Ruß und ohne Anbrennen. Und in erster Linie habe ich Sensi ja auch nicht gekauft, damit ich, sage ich jetzt mal, kein Ruß oder sowas habe, sondern einfach, weil ich die Warmer schön finde, das Ambiente schön finde. Natürlich ist es auch toll, dass man dann keinen Ruß hat und keine offene Flamme. Alles klar, kann ich auch verstehen. Und mittlerweile muss ich auch sagen, brenne ich kaum noch Kerzen ab. Das war früher mal anders. Aber ich werde definitiv auch noch Kerzen reviewen. Wie gesagt, viele stelle ich mittlerweile unter einen Warmer, weil es halt auch einfacher ist für mich und für, ja, auch für die Kerzen einfach, ne? Man hat mehr Lebenszeit dann, finde ich, aus den Kerzen rausgeholt. Muss jeder wissen, wie er möchte. Wie gesagt, wenn ihr ganz normal die Kerzen abbrennt, ich judge niemanden. Ich kann das auch verstehen, wenn man mal im Winter oder so oder abends auch mal ein bisschen Kerzenlicht haben möchte. Genau, ich gucke gerade so rüber zu meinem Kerzenschrank. Ich habe schon lange keine Kerze mehr unter den Warmer gestellt, da ich in letzter Zeit wirklich viel Sensi aufgebraucht habe, damit ich mir im Winter und im Herbst auch mal wieder ein paar neue Düfte holen kann. Versuche ich jetzt meine Sommerdüfte ein bisschen wegzubekommen, damit ich auch ein bisschen Platz in meinen Schubladen habe und dass es auch irgendwo alles noch ein bisschen, ne, in der Waage bleibt. Man kann ja nicht nur kaufen, kaufen, kaufen. Ich muss auch mal aufbrauchen. Kostet alles viel Geld und es wird auch nicht besser, je länger es liegen bleibt. Ich meine, ich habe schon Sensi Bars, die sind bestimmt auch schon 5 Jahre alt. Die riechen immer noch top. Aber irgendwann möchte ich die doch genießen, wenn ihr versteht, was ich meine. Genau, eigentlich sollte das Video hier auch gar nicht so lang werden. Ja, ich bin jetzt Sensi-Beraterin, trenne meinen Kanal jetzt hier. Auf dem Kanal review ich alle Kerzenfirmen, die man sich vorstellen kann, außer Sensi. Dafür habe ich jetzt einen eigenen Kanal. Ich werde euch da nichts aufschwatzen. Ihr müsst nicht bei mir bestellen. Ich muss nicht eure Beraterin werden. Das ist wie mit den Kerzenvideos, die ich hier mache, auch einfach rein informativ. Ich teile euch meine Meinung mit, was ich über die Düfte denke, was ich von denen halte, wie die performen. Einfach das. Und nicht mehr. Ihr müsst nicht bei mir einkaufen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst. Ich möchte nicht, dass ihr denkt, oh Gott, die macht da jetzt einen Kanal, damit wir ihren Scheiß kaufen. Nein, bitte nicht. Also, es ist wirklich
rein informativ. Ich möchte einfach nur mit euch über Scentsy-Düfte reden und ja, euch Neuigkeiten mitteilen. Es gibt ja auch manchmal Sachen, die können Beraterinnen eher bestellen. Dann werde ich euch das auch zeigen. Ich werde bestimmte Videos machen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so. Gerne raus damit, ne? Ich bin ja selber noch am Lernen. Manche Scentsy-Sachen habe ich mich noch gar nicht so dolle mit beschäftigt. Das werde ich jetzt auch erstmal dann nachholen und gucken, okay, was ist das eigentlich überhaupt? Finde ich das gut oder nicht? Denn Scentsy ist für mich in erster Linie halt Wachs und Wurm. Aber es gibt ja da noch so viel mehr. Ich meine, die Putzmittel benutze ich auch schon seit Jahren. Die finde ich auch top. Ich kann da Videos zu machen, noch und nöcher. Genau. Ich zeige auch meinen Club weiterhin da. Es ist halt alles nur getrennt. Da gibt es halt nur Scentsy und hier gibt es halt nur die Kerzen. Also, wenn ihr weiterhin Bock habt auf Scentsy-Content, aber auch weiterhin Bock habt auf meine ehrliche Meinung, weil ich verstell mich nicht nur, weil ich es verkaufe, dann könnt ihr mir gerne auf dem anderen Kanal auch folgen. Ich werde den Namen mal einblenden und unten in der Infobox werde ich auch den Kanal verlinken. Ja, mich würde es natürlich freuen, wenn ich ein paar Zuschauer da hätte. Ja, freue mich, euch dann auf dem anderen Kanal wiederzusehen. Macht's gut. Bis dahin, meine Lieben.